Ja, genau. So, weiter geht's. Und klick, klack, bumm. Alles in der grünen Bereich. So, wir waren auf dem Weg. Scheiße, geht wieder runter. Ja, wir waren auf dem Weg, ein Dschungelbiom zu suchen. Ich würde da gerade gerne runter in den Dungeon. Gucken, ob in den Kisten was Sinnvolles drin ist. Ja, genau, da hinten war, ja, da hinten war der Dschungel. Das war die Engpässe, die wir vorhin überklettert haben. Aua, wo wir da hinten irgendwo ein bisschen Stein abgebaut haben. Genau, das ist die Fläche hier. Da ist ein Dungeon. Ja, relativ weit verzweigt da. Das Problem ist natürlich immer noch, wir haben keine Fackel. Und es ist scheiße dunkel. Aber wir haben jetzt hier Bäume. Das heißt also, ich werde mir einfach mal hier den Baum klauen. Ja. Ich hoffe, das fällt keinem auf. So ein Dreck, dass mein Hacke schon fast tot ist, Alter. So, und jetzt werde ich das nutzen, um gleich mal hier ein bisschen, ja, Fackel zu bauen. Dankeschön. Oha. Weit verzweigte Verzweignis. Das ist geil aus, Alter. Oh. Oh mein Gott. I'm sick, I'm pregnant. Kommen wir hier hoch? So kommen wir. Genau. Da waren wir. Ich glaube noch nicht. Ich hätte hier geht's immer weiter. Oh mein Gott. Oh, Alter. Wie geil einfach. Wie geil. Ey, hier könnte man sich auch so wunderbar einnisten. Da hat man gleich überall Ausblick. Auf deine Freundin. Du was? Wow. Ist das geil, Alter. Okay. Na gut, gehen wir mal hier wieder raus. Hier scheint keine Kisten zu geben. So. Okay. In die Richtung müssen wir mal. Da kommen wir auf Dschungelbiom. Und ich hoffe, dass wir da Kakao finden. Und vor allen Dingen diesmal dran denken, ein bisschen Gras abzubauen. Damit wir da ein paar Backpacks bauen können. Na komm, komm. So, der Dschungel war in die Richtung. Da muss ich gar nicht auf den Berg rauf. Sondern wir können einfach runterlaufen. In dem Dungeon waren wir, glaube ich, mal drin, von daher muss ich da nicht nochmal rein. Boink. Nette Höhle. Ah, noch mehr Ananas. So, hier sind wir wieder im Ödlandgebiet. Und das, das Pilzbiom.
Und da fliegt ein Stein rum. Wobei der diesmal da nicht rumflog, weil das Biom noch nicht fertig war, sondern der hat einfach geschaut, wie als wenn er da einfach allgemein halt rumfliegt. Solche Macken gibt es halt leider mal, weil die Welt wird halt berechnet, ne? Und 3D Noise ist keine vollkommene Funktion. Wobei die Map wird ja, glaube ich, mittels 2D Noise erzeugt. Ist ja so eine Hide Map. Was mit 3D Noise erzeugt wird, sind die Dungeon unten. Also hier Höhlen, meine ich doch, nicht Dungeon. So, ja, da vorne kommen wir wieder auf Dingsterbumster, da müssen die auch bald irgendwo das andere Biom sein. Ich kletter mal hier runter und hoffe, dass ich nicht dabei sterbe. Oh Gott, ich werde so hart sterben. Alter. Wo zur Hölle? Ich gehe da auf. Wo zur Hölle war denn jetzt hier dieses die Ding da? Wow. Dieses Dungeon. Dschungelbiom. Oh, schöne kleine Höhle. Da passt ein Eisbär rein. Ach, Mann. So. Oh, noch ein Dungeon. Und eine Kiste. Ach, ja, die Kiste war, glaube ich, die Kiste, die wir von bereit hatten. Hallo? Dann einmal da rein, da raus, wo wir reingekommen sind. Dankeschön. So, hier muss ich weiter. Euch ist schon klar, dass wir den Ort, wo ich die Kiste aufgestellt habe, nie wiederfinden werden. Ich meine, ich weiß noch ungefähr, welche Richtung das Ding war, aber mir halt auch nicht mehr. Und wenn wir uns hier noch weiter verrennen, auf der Suche nach dem Dschungelbiom, dann war's das. Oh mein Gott. Du willst mich doch ficken, Alter. Du willst mich doch vergewaltigen. Keine Mist, so gut. Nein! Boah, alter Fuck. Boah. Ich dachte gerade schon. Ich habe gerade schon die Engel singen hören. Aber wir haben es geschafft. Also das ist wieder Bananenbiom. Ich glaube, wir sind hier gerade dabei, erfolgreich die ganze Zeit das Dschungelbiom zu umschiffen. Kann das sein? Jetzt hört sogar schon mein Rechner auf. Digga, diese Landschaften hier, ey, guckt euch das an. Ist zwar unrealistisch, ich weiß, aber sieht einfach trotzdem fucking geil aus. Ach, war doch klar. Warum zum Fick ist hier jetzt bitteschön, Treibsand. I mean, it's funny, yeah, but that make no sense. Kann ich darauf? Ja, sieht so aus. Na komm. Och Mann.
bist doch wieder fern, ne? Ja. Egal, kann man mal einen mitnehmen hier. Ah, komm ich überhaupt mal rauf hier? Da muss wieder Buche. Oder Eiche, glaube ich. Müsste Eiche sein. Soweit ich das überblicken kann. Na und Digga. Treffen ist jetzt bald leer. Ich korrigiere, unsere Äpfel sind leer. Alter, jetzt komme ich doch nicht mehr raus, oder was? Also hier sind die Biome echt ganz schön verwachsen. Hier haben wir vier Biome in einem. Sieht schon nice aus. Auf jeden Fall abwechslungsreich. Nur wenn hier schon so viele Biome sind, die eher so in der Mitteltemperatur sind, dann ist es hier unwahrscheinlich, dass wir hier und hier auf Dschungelbiomen treffen. Und das macht mich traurig. So, dann wird auch wieder grün. Ich versuche einfach mal einen großen Bogen zu ziehen. Heißt also, ich werde jetzt immer weiter Richtung rechts laufen, bis wir nämlich auf unsere, auf dahin kommen, wo wir die Kiste aufgebaut haben. Außer natürlich, ich ziehe den Bogen zu groß, dann war es das mit der Kiste. Dann haben wir verkackt. Ja, das wäre dann natürlich blöd. Das ist auch schon wieder Steppe. Oder steppenähnliches Gebiet. Digga. Guckt euch das an. Ah, hier ist überall Steppe. Kann ich vergessen, dass wir auf Dschungelbiom treffen. Also umkehren, ab nach da. Und dann mal gucken, wo wir hier hinkommen. Wieso kriegen wir eigentlich hier was? Gerstenkörner. Okay, nichts, was ich gerade gewollt habe, aber... auch nicht schlecht. Weil ich jetzt gerade gar nicht weiß, was war nochmal Gerst überhaupt da? War das für Brot oder für Bier oder für was anderes? Fuck. Boah, ich sehe auch schon wieder sowas Englisches. Mann, ich hasse Englisch. Wer hat bloß diese Sprache erfunden, ey? Können einfach alle binär miteinander reden? Einfach so im C-Dialekt. If you come to me blöd, then I hau you. Tja, also bei dem Biom sind wir jetzt natürlich weit entfernt von Dschungel.
Aber ich gehe jetzt deswegen hier lang, weil wir hier jetzt langsam wieder in unsere Richtung Heimat kommen, also da, wo wir die Kiste aufgestellt haben. Heißt also im Klartext, entweder auf, wenn ich jetzt in die Richtung laufe, kommen wir irgendwann auf Dschungelbiom oder wir kommen zumindest wieder nach Hause. Weil langsam geht uns nämlich auch die Nahrung aus. Und ich meine, wir könnten jetzt noch ein paar Sachen viel verspeisen. Also hiervon könnten wir ein bisschen was verspeisen, hiervon ein bisschen was, aber es sind halt hauptsächlich neue Sachen, die ich natürlich nicht verschwenden möchte, sondern eher anbauen möchte. Wofür es ja auch gedacht ist, ne? Sättigung 21, es läuft nicht sehr gut hier. So, das garantiert wieder über als Treibsand. Ich gucke also mal, ob wir weiter außen drum herum kommen. Sieht nicht so gut aus. Warum mag mich dieses Spiel eigentlich nicht? Wird das Treibsand, dann hau ich dem ganzen Mapchen hier einer. Dann ist aber Krieg. Ja, ist treibsam. Komm. Fuck! So. Okay. Kommen wir da jetzt wieder rein? Nein, da kommen wir nicht rauf. Jetzt komm, also ist ja jetzt hier. Da wirst du ja verrückt, wirst du da ja. Oh, Kohle. Ganz viel Kohle. Das ist aber nett. So. Na komm. Hier ist alles so Steppengebiet, das gibt's doch gar nicht. Tja, das heißt also, wie gesagt, wir laufen jetzt in Richtung Heimat. Wenn wir denn da angekommen sind, dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als mir mal ein Boot zu bauen und dann mal praktisch von hier aus jetzt gesehen, ja, hinter meine Heimat zu schauen. Gucken, ob wir da dann wieder auf ein etwas feuchteres Gebiet kommen, wo noch wieder Dschungel ist. Mittlerweile hoffe ich einfach nur noch, dass wir auf unsere Heimat kommen, ohne die auch noch zu verpassen. Das wäre eine Katastrophe. Boah, Alter, meine Fresse. Ist das Scheiße, Alter. Verfickte Scheiße, Alter. Das ist ja eine Missgeburt, sondern fickt deine Oma. Was? Hä? LOL, Sand fällt in Treffern rein. Ist interessant. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Okay, jetzt ist unser Sand weg. Scheiße. Ah, wir haben noch Erde.
So, the question of questions are, wo sind wir zu Hause? Beziehungsweise, I question es mal anders. Wo kommen wir nach Hause? Oder in welche Richtung kommen wir nach Hause? Auf jeden Fall war hinter unserer Heimat relativ viel Wasser. Wir sollten also merken, wenn wir Richtung unserer Heimat, also unsere Heimat quasi überrennen. Ja, doch, das sieht doch hier sehr heimisch aus. Dürften wir hier bald in unsere Gegend kommen. Na komm, auf da. Geht doch. Ach, hier ist auch wieder fern. Das ist normales Gras, ne? Hä? So, mal gucken, ob da irgendwann noch mehr dazu kommt. Wo sind wir hier? Das sieht für dich nach meiner Heimat aus. Vor allem, jetzt wird sie wieder grün. Was soll sind wir denn jetzt da? Meine Heimat war ja auch grün. Kann also durchaus sein, dass wir hier tatsächlich jetzt an meiner Heimat dran vorbeigeschwommen sind, irgendwie. Das wäre ziemlich seltsam, aber möglich. Nee. Nee, dann müssen wir noch weiter. Ach ja, ich glaube, ich weiß sogar, wo wir hier sind. Wir müssen da in diese Richtung nicht mehr allzu weit, müsste unsere Heimat wieder sein. Ja, okay, doch. Das würde mir sehr tun gefallen. Vor allem, wenn ich mal auf unsere Sättigungsanzeige achte, gucke, schaue, da kriegst du Schwindelgefühle. Ich klemme einfach mal den Pilz hier. Wobei Pilze bringen ja nicht allzu viel. Oh, ein Punkt immerhin. Mehr als bei Vanilla meinte, da bringe ich nur einen halben Punkt. Achso, ist ja ein halber Punkt eben. Weil eben die Vanilla-Anzeige, die hat 10 Brote und wir haben ja aber 30 Punkte, wobei eigentlich 20 Punkte, die restlichen 10 Punkte sind praktisch Overhead, also Bonus. Dschungel! Wir sind zwar definitiv nicht mehr in unserer Heimat, ich habe mich also irgendwo ganz stark verrannt, aber wir haben zumindest einen Vanilla-Dschungel. Okay. Hat also ein Problem gelöst, wir haben wieder Gra, weil das hier brauche ich. Jawohl. Hä? Das ist Reis? Ich brauche kein Reis. Hast du mich jetzt hier Ärger? Oh. Okay. Dahin. Jetzt sagt bloß man kommt aus Gruppenreis, bloß noch nur noch Reis. Alter, wenn das so ist, wie krieg...
Wie komme ich denn bitte schön an Wolle ran? Ja, man bekommt davon nur noch Tropfen. Das ist doch bescheuert. Scheiße. Okay, lass mal ein bisschen Kakao ernten hier. Ein bisschen Wut ablassen. Komme ich mal irgendwo rauf oder so? Fuck you. Okay. Mann, ey. Komm ich hier ein bisschen besser an Kakao ran? Auch nicht. Na, das Ding will ich haben. Ha! Kakao! 3 Stück! Nice! Gefällt mir. Gut, den gelben Kakao brauchen wir nicht, weil da würden wir nur einen bekommen, maximal. Glaube ich sogar gar nichts. Ja, und das mit dem Gras hier war natürlich ein Witz. Scheiße, Alter, wie kommen wir denn bitte schön an Weizen ran? Wir brauchen irgendwie Hanf oder was er da gesagt hat, ist die andere Möglichkeit. Nur wie kommen wir bitte schön hier ran? Hanfblatt. Das ist doch Bullshit, Alter. Flasche mit Hanföl. Auch Shisha genannt. Ach du Kacke. Da ist Dschungel, ich komme nicht ran. Wollt ihr mich denn verarschen? Ich glaube, wir kommen da hinten drüber. Na gut, da kommen wir aber nie wieder rauf. Oh wow, Alter, ich will sterben. Warum hasst mich dieser Map schon so extrem? Das ist doch nicht mehr normal. Easy. Boah, Alter. Also Schaden ist echt das Letzte, was ich brauche. Ich meine, ich habe bereits einen Schaden. ja, vor allen Dingen haben wir bloß noch die Hälfte an Sättigung. Das ist ein Witz. So, mal gucken, ob hier noch ein bisschen reifer Kakao drin ist und ein bisschen Gras. Weil ich hoffe echt, dass wir aus dem Gras noch was anderes bekommen als nur Reis. Ich meine, um Reis reißt man sich zwar. Aber, ja, wir brauchen definitiv Alternativen. Gut, ich werde jetzt mal etwas tun, was man eigentlich nicht tun sollte. Und zwar auflagern. Beziehungsweise die kann eigentlich auch weg. Die bringt uns eh nichts mehr. Ich lasse sie mal noch da. Vielleicht können wir noch mal hier ein bisschen Dschungelholz hacken. So. Gras. Wir werden doch gleich mal ein bisschen Gras hier abbauen. Ja! Oh mein Gott. Ja. Das tut so gut. Du kannst weg. Oh mein Gott. Also klappt's doch. Gut, dann brauchen wir jetzt eine ganze Menge. So, mal gucken, wie viel wir bekommen. Wir haben jetzt 3, ne? Da. Ja, 4, also doch eine. Was? Ach, mach den nicht schon wieder. Ah.
Die grünen lasse ich mal komplett hängen. Draußen fast wieder Verrückte lang. Klingt wie so ein Eiswagen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich auch einer. So, ich glaube mal, wir haben erstmal genug Samen. Dann gucke ich erstmal mal ein bisschen nach. Alter, komm schon wieder nirgendwo rauf, ich glaube das nicht. Nochmal ein bisschen nach dem Kakaosamen. Okay. Okay. Der Pilz ist ein bisschen gedamaged. Why ever? So. Wo waren denn die Bäume, die ein bisschen tiefer gesetzt waren? Da. So, hier muss jetzt die. Ach du Scheiße. Hier muss jetzt einfach die Bäume sein. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Ah ja, hier. So, ah genau da. Das Ding wollte ich haben. Mann. Weg mit dir. Das Ding da. Dankeschön. So. Okay, und da ich keine Ahnung habe, wie wir nach Hause kommen, mache ich jetzt einfach mal einen kleinen. Ne, da gehe ich jetzt nicht hin, das ist mir jetzt zu riskant. So. Und das ist wieder zu Hause. Und wo waren wir? Ja, wir haben uns komplett verlaufen, wir sind da hinten irgendwo gewesen. Und wir sind eigentlich hier lang gelaufen und da hinten irgendwo rum und dann waren wir auf einmal da hinten. Ich habe also den Bogen definitiv zu weit gemacht. Dumm gelaufen. Na gut. In dem Sinne, würde ich mal sagen, schau mit V.